um diese etwas von mir seltsame gezeichnete Blätter zu machen, werden wir diverse Werkzeuge einsetzen. Hier haben wir unser Metall. Ihr seht, Metall ist, wie gesagt, vorhin Aluminium und an die andere Seite, in diesem Fall schwarz. Wir sagen, dass das die Rückseite ist. Natürlich kannst du auch das als Rückseite nehmen. Wir arbeiten zuerst auf unsere dünne Gummimatte. Und zwar nehmen wir an, dass ich ein Blatt zeichnen möchte. Ich nehme meinen Teflon-Tipp und ich arbeite auf diese Unterlage, weil ich brauche etwas, der ein bisschen nachgibt. Also, jetzt zeichne ich freihändig ein Blatt. Ihr seht, jetzt der Metall hat ein bisschen nachgegeben. Aber vorne sieht man noch nicht viel. Wir entfernen jetzt die Gummimatte und jetzt arbeiten wir auf der Acrylplatte. Alles, was wir hier an der Rückseite machen, müssen wir verstärken von der vorderen Seite. Also ich nehme wieder das gleiche Werkzeug. Wie gesagt, es zerkratzt den Metall nicht wegen der Teflon-Tipp. Und wir fahren einfach unsere Konturen nach. Außen und auch innen. Und wenn ihr die zwei Seiten vergleicht, ihr werdet sehen, das ist viel prägnanter und größer als das. Hauptsache beim Metallembossing ist immer an der Rückseite zu embossen mit der schwarzen Matte und dann die Konturen zu verstärken auf den Acryl. Also ich nehme meine Gummimatte wieder. Eine Mittellinie, verstärken es wieder. Okay, mach schnell einen Stiel. Schön, nett, aber flach. Nehmen wir an, dass wir möchten, dass es ein bisschen wölbt. Jetzt nehmen wir die dickere Gummimatte. Jetzt kommt unsere Papierwische zu Einsatz, die Paper Stump. Wir plustern das Metall auf, indem wir einfach innerhalb die Konturen arbeiten. Somit wird das Metall gedehnt und dann, wenn man das von vorne betrachtet, hoffentlich seht ihr das, erhaben. Sollten wir eine Struktur in unserem Blatt haben möchten, wir können zum Beispiel mit unserer Rad einfach hin und her fahren. Wenn man fährt nur in eine Richtung, ist es nicht so schön. Ich weiß nicht warum, aber die Zähne müssen sich einfach bewegen. Gut. Auch hier, wenn wir wollen, verstärken wir wieder die Konturen. Und jetzt schleifen wir ein bisschen. So kommt unsere Arbeit sehr zur Geltung. Das stört mich, dieser Bereich. Natürlich durch das Schleifen haben wir das ein bisschen platt gedruckt, also müssen wir zurückgehen, wieder aufplustern und wieder schleifen. Also, ich möchte jetzt an unsere fiktive Blatt ein paar Beeren hinzufügen. Dafür nehmen wir unsere Ball und Cup, Ball und Tasse. Wieder auf unsere dicke Matte, stecken wir einfach rein, pass ja auf, nicht zu energisch zu sein, weil es ist mir ein paar Mal passiert, einfach durch den Metall gegangen zu sein und das ist nicht schön.
Und es ist genau das gleiche Prinzip. Was wir von der Hinterseite machen, müssen wir an der vorderen Seite verstärken, aber auf den Acryl. Gummi muss unbedingt weg. Jetzt nehmen wir diese gewölbte Teil und stülpen es einfach über jede kleine Ball. Wenn wir es schleifen, kommt es noch besser zur Geltung. Ups. Also das ist ein recht primitives Beispiel, aber ich hoffe, dass ihr seht, wie das geht. Eins noch. Ihr seht, das ist jetzt ein bisschen zerknittert. Ich habe euch vorhin gezeigt, der Glätter. Es gibt Glätter in allen möglichen Größen. Das ist ein relativ großer. Wenn wir unsere Metall glätten möchten, wir fahren einfach über das Metall mit der Glätter. Und es ist wirklich super. Somit, die Knitter sind weg. Machen wir noch zwei kleine Blätter mit anderen Werkzeugen. Das gleiche gilt, wir sind wieder auf unsere dünne Gummimatte und das lege ich einfach der Einfachheit halber auf den Acryl. Mit unserer Teflon-Tool, wieder freihändig, mehr oder weniger ungeschickt, zwei Blätter. Ups, das ist sehr ungeschickt. Also von der vorderen Seite wieder die Konturen verstärken. Ihr seht, warum ich lieber Vorlage verwenden als freihändig. Ich kann einfach nicht zeichnen. Jetzt zeige ich euch diese tolle Ding. Wir werden diese Blatt satinieren. Also ich gehe einfach mit kreisenden Bewegungen innerhalb die Konturen. Und entferne die ganze Farbe. Jetzt könnte ich, wenn ich wollte, stempeln. Ich könnte auch zum Beispiel ein Rubbelbild, ein Wort, alles Mögliche in diese Blatt hinein. Ich werde auch ein bisschen schleifen, dass die Blatt- oder Flügelkonturen rauskommen. Und ich finde einfach mit dem Hintergrund als Kontrast sieht das toll aus. Ich könnte auch, wenn ich wollte, ein bisschen eine Struktur in diese Blatt einnehmen. Das werde ich jetzt machen. Einfach auf eine Platte legen. Und schauen wir, was wir haben. Also so haben wir ein Blatt mit ein bisschen Struktur. In diese Blatt werde ich unsere sogenannte Micro- oder Micro-Wheel verwenden. Wieder auf unsere dünnere Gummimatte, wieder auf die Rückseite. Und jetzt machen wir ganz kleine Bewegungen. Es sieht aus vielleicht, hoffentlich von der Vorderseite, wie die Venen in einer Platte. Das ist meine Hoffnung. Ihr könnt es sicherlich besser als ich. Und jetzt möchte ich so eine Mittellinie haben. Und jetzt von der Vorderseite wieder die Konturen nachzeichnen, wieder verstärken und jetzt schleifen. Wenn man sehr nah schaut, ich versuche es einfach ganz vorsichtig, sieht man vielleicht sogar hier die Strukturen. Es sind keine glatte Linien, sondern ein bisschen geriffelt von unserer Microwheel. Könnt ihr das sehen? Und das sind unsere Blätter.